Vor ein paar Wochen haben wir einen ganz besonderen Hund gerettet. Ein Hund, der mitten im Nirgendwo gefunden wurde. Verletzt, erschöpft, abgemagert. Ein Hund, der angeschossen worden war. Infolgedessen war Elsa verängstigt. Sie hatte eine Angst, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Heute bringe ich euch ein Update zu diesem ganz besonderen Hund und wir müssen ein Zuhause für sie finden. Schaut euch das an. Das ist Elsa heute. Venga. Venga, que te gusta a ti el agua. Claro. Qué bueno. Mira, ese es el secreto, ¿eh? Ahora sí, ahora. Endlich. Elsa war wirklich heiß. Ahora sí. Da geht wieder eine ins Wasser. Jetzt bist du dran, auch ins Wasser zu gehen. Du willst nicht reingehen? Aber sie behandeln dich hier immer gut. Liegt es daran, dass du nicht gewogen werden willst? Komm schon, lass uns gehen. 30 Kilo. Es ist klar, dass Elsa nicht gerne hierher kommt. Sie ist glücklicher im Garten des großen Hauses. Aber Mädchen, wir müssen dein Blut überprüfen. Keine Beschwerden. Ihr Gewicht ist in Ordnung, richtig? Ja. Denk daran, sie kam abgemagert hierher. Ich muss die Nachricht selbst überbringen, weil Isidor herumrennt und niemand ihn fangen kann. Elsas Blutergebnisse sind großartig. Sie hat keine Anämie mehr. Also werden wir mit ihrer Kastration fortfahren. Wir beginnen mit Elsas Operation. Sie hat einen kleinen Leistenbruch. Das Problem ist, dass wenn er sich nicht schließt, manchmal ein dauerhaftes Loch bleiben kann und ein Darm oder so etwas herauskommen könnte, was gefährlich ist. Es war schwierig, dich in den Zwinger zu bekommen, oder? Wir sehen uns morgen.
Das passiert, wenn man einem Hund Liebe, Aufmerksamkeit und Pflege schenkt. Man darf niemals einen Hund aufgeben. Es besteht immer die Chance, dass sie wieder zu dem Hund wird, der sie einmal war. Es wird eine Weile dauern, bis sie sich vollständig erholt hat. Aber ich möchte, dass sie diese Genesung in einem Zuhause B, einer Familie, durchläuft. Sie ist wunderbar. Bitte, wenn du sie adoptieren möchtest, schreibe mir. Meine E-Mail-Adresse steht unten. Erzähle mir alles über dich und deine Tiere und teile bitte dieses Video. Lass uns ein Zuhause für sie finden und vergiss nicht, dass diese Rettung und jede andere Rettung nur möglich ist, wenn wir deine Unterstützung haben. Wie du weißt, habe ich in den letzten Wochen angekündigt, dass wir unsere Anstrengungen verstärken müssen. Wir müssen unsere Bemühungen verstärken, um genügend Unterstützung bei unseren Freunden und Superfans zu sammeln. Deshalb möchte ich dich einladen, unserer Patreon-Community beizutreten. Patreon ist eine großartige Gemeinschaft, die ich vor etwa 7 Jahren gegründet habe und die es mir ermöglicht hat, Tag für Tag Leben zu retten und zu retten. Bitte, wenn du möchtest, wenn du kannst, klicke einfach auf diesen Link, gehe zu Patreon, wähle das Unterstützungsniveau, das du uns geben kannst und tritt uns bei. Bitte, vielen Dank. Ich sehe dich morgen. Bitte tritt uns auf Patreon bei, bevor ich gehe. Nicht vergessen, tritt uns bei.